Wir sitzen im Way Coffee Zero One auf der ersten Probefahrt, nachdem ich das Auto ja schon zweimal statisch vorstellen durfte und einmal mitgefahren bin. Damit herzlich willkommen hier bei diesem Video bei Autonotizen. Wir starten im Auto, sind hier in Lissabon unterwegs, fahren gerade im Stadtverkehr mit dem Plug-in-Hybrid-SUV. Und heute geht es eben auch, nachdem wir das Auto ja schon optisch kennenlernen konnten, wirklich auch mal darum, wie fährt er sich, wie funktionieren die Assistenten und welche Reichweite können wir erzielen. Wir haben einen 41,8 Kilowattstunden großen Akku hier im Auto, also schon ziemlich viel Batteriespeicherkapazität. Und das soll bis zu, laut WLTP-Norm, bis zu 146 Kilometer Reichweite bringen. Wir sind losgefahren mit 98% Ladezustand in der Batterie und haben laut Anzeige im Auto 147 Kilometer Reichweite vor uns. Rein elektrisch, das heißt, im Moment fahren wir mit einem der beiden E-Motoren, das ist der hintere. Der hat eine maximale Leistung von 135 kW oder 184 PS. Und bis zu 135 km/h kann man dann das Auto rein elektrisch mit dem E-Motor antreiben. Dazu gibt es noch einen vorderen Elektromotor und einen Verbrenner, also einen 2 Liter Benziner. Mit 150 kW oder 204 PS, die Systemleistung, wenn man dann im Sportmodus das einstellt, dass wirklich alles abgerufen wird, die soll dann bei üppigen 350 kW oder 476 PS liegen, das Porsche Taycan Niveau, und das maximale Drehmoment gipfelt dann in 847 Newtonmetern. Das werden wir jetzt noch nicht ausfahren, denn wir schälen uns erstmal aus der Stadt raus und dann geht es auch ein bisschen über Land, leider heute im Regen, aber auch bei diesen Wetterverhältnissen sind wir, bin ich sicher, dass wir hier ein ganz gutes Resultat, ein ganz gutes Ergebnis in Sachen Inhalte für euch bringen werden. Das Cockpit hat viele Displays. Wir haben einen großen 14,5 Zoll Monitor für die Navigation und die Fahrzeugeinstellungen. Darunter ist dann ein weiteres Touchscreen-Display für die Klimafunktionen. Und hinter dem Zweispeichenlenkrad gibt es ein 9,2 Zoll großes Display für die fahrrelevanten Informationen. Da haben wir auch Navigationsangaben und wir sehen hier auch Angaben der Totwinkelüberwachung zum Beispiel und der Spurwechselwarnung. Außerdem gibt es ein großes Augmented Reality Head-Up Display, was dann auch den Abstand zum Vordermann farblich markiert. Rot, wenn ich zu nah bin, und dann gelb-grün, wenn ich dann weiter wegfahre. Und mir eben auch Fahrzeuge im toten Winkel anzeigt. Und das ist also hier schon eine ganz moderne Assistenzarmada. Außerdem gibt es hier so eine kleine Kamera, ein Fahrerüberwachungssystem, das dafür sorgen soll, dass der Fahrer gewarnt wird, wenn er unachtsam ist. Das kann man aber auch ausschalten, wenn einem das zu penetrant ist. Die Möglichkeit besteht also. Wir fahren jetzt mal die ersten Kilometer auf der Autobahn, wie gesagt, bis zum moderaten Tempolimit, Tempo, was wir in Portugal einhalten, voll elektrisch. Spannend wird die Reichweite. Wir sind noch so in den Anfangsminuten des Videos, aber müssen leider unseren Reichweitentest schon ad acta legen, denn das Auto wechselt immer in den Normalmodus und im EV-Modus, auch wenn ich Tempo 80 fahre, wird einfach runtergebremst. Ich weiß nicht genau, was los ist. Wir hatten erst die adaptive Abstandsautomatik im Verdacht, aber das passiert eben auch, wenn keine Autos vor uns sind. Deswegen fährt jetzt ständig der Verbrenner mit. Aber dann kommen wir doch mal zu den Fahrassistenten. Wir haben eine ganze Armada an Assistenten und Sensoren und Kameras am Auto. Es gibt natürlich einen Totwinkelwarner, der dann auch hier über das Ambientelicht im Fahrzeuginnenraum, wenn man das so einstellt, dann eine optische Warnung gibt. Setup-Display hatte ich ja schon gezeigt, wo dann auch die Adaptive Cruise Control ihre Anzeige hat. Und natürlich gibt es auch den Spurhalteassistenten. Den probieren wir jetzt mal aus. Das Auto, ich lasse jetzt mal das Lenkrad kurz los. Wir fahren jetzt Richtung Seitenbegrenzung. Dann kommt die optische Warnung im Head-Up-Display. Und dann wird das Auto auch wieder extrem langsam.
Also er bremst dann irgendwie ab, aber ja, fährt dann schon also an die Streckenbegrenzung heran. Ich sag's nochmal, wir sitzen ja in einem vorserien Auto. Ob und wie das dann wirklich bei den Kundenautos anders ist, müssen wir dann sehen, wenn dann das Auto mal wirklich auf dem Markt ist. Das Fahrerüberwachungssystem mit dieser kleinen Kamera, die ich erwähnte, ist ein bisschen arg übergriffig und ständig kommt die Anzeige, wenn man auch nochmal hier die Sitzheizung aktivieren will, lass dich nicht ablenken. Und das ist in der Tat dann auch zwar schön anzuschauen, aber während der Fahrt doch ein bisschen kleinteilig. Vor allem ist dieser Touchscreen hier relativ weit hinten. Also muss ich dann hier auf die kleinen Symbole gehen und dann hier aussuchen, welche Heizungsstufe will ich oder die Temperatur ändern. Das ist so ein bisschen fummelig, vor allem wenn man eben nicht ganz hinten sitzt und dann hier nicht direkt die Hand drauf liegen hat. Das ist so der erste Eindruck hier von der Autobahn, wie es um die Fahrdynamik bestellt ist und wie das Fahrwerk sich so zeigt, wie es performt. Das testen wir dann gleich auf der Landstraße. Wir fahren jetzt hier innerorts, also langsam, eigentlich Home-Turf für einen Elektroauto oder einen Plug-in-Hybriden. Jetzt sind wir hier auf Tempo 30 und wir haben echt das Problem. Ich kann auch mal ganz anhalten und das zeigen. Jetzt sind wir auf 0 und jetzt wird mein Fuß wechseln aufs Fahrpedal. Das passiert nichts. Ich bin voll auf dem Fahrpedal, voll. Wenn ich jetzt im Kickdown bin, dann schaltet es Autonormalmodus, beschleunigt und dann verlieren auch die Räder auf trockener Straße jetzt schon ein bisschen Grip, die Reifen. Und jetzt bremst das Auto wieder ab und wir können das leider nur umgehen. Also auch wenn ich jetzt in den EV-Modus schalte, dann wird das Auto ruckelt, geht in den Normalmodus. Ich kann das nur damit umgehen, in den Sportmodus zu schalten, weil dann der Verbrenner immer mitläuft. Dann ist aber auch, wir zeigen das mal, es ist niemand hinter uns. Ich bin jetzt wie gesagt im Sportmodus. Wir halten mal wieder an. Dann geht es ein bisschen früher, aber auch jetzt hören wir Reifengeräusche. Also es ist extrem verzögert und dann beschleunigt das Auto wild. Wir vermuten, wir haben alles ausgeschaltet, alle Fahrassistenten, also alle Geschwindigkeitsregelanlagen, Tempolimitkontrolle und so weiter. Es kann nicht an irgendeiner Software liegen, die dem Auto sagt, Bremse bitte und irgendein Sensor spielt verrückt. Wir vermuten, dass dieses Vorserienauto irgendein Problem mit dem Elektromotor hat. Deswegen werden wir das jetzt mal als Vorserie abhaken und versuchen, entweder heute noch ein anderes Auto zu bekommen bei dieser Fahrveranstaltung, auf der wir sind in Portugal, und gucken, ob dieses Auto das Problem dann nicht hat. Oder wenn nicht genügend Autos da sind und wir das nicht dann machen können, dann werden wir das natürlich baldmöglichst zu Hause mit einem Serienauto nachholen. Das verspreche ich euch und auch mir, weil ich möchte ja selber auch dann wirklich wissen, was Sache ist. Wir fahren jetzt noch ein bisschen und probieren das Fahrwerk und die Hardware aus, die wir jetzt noch mal testen können. Und dann gibt es auch noch mal den Rundgang und die Sitzprobe im anderen Wake Coffee Zero One. Auf kurvigen Landstraßen, so dritten Grades, können wir das Fahrwerk ausprobieren. Das ist schön schluckfreudig. Die Dämpferkennlinie wird kontinuierlich überprüft und angepasst. Und das Auto ist jetzt kein harter Racer. Die Seitenneigung ist aber nicht zu stark in Kurven und es vermittelt schon viel Fahrsicherheit. Die Lenkung ist um die Mittellage herum so ein bisschen taub, aber bietet dann, wenn man eingelenkt hat, also jetzt, dann schon genügend Rückmeldung, dass man dann eben sicher seine Spur ziehen kann. Die Übersicht ist gut, die A-Säulen sind schön schmal und man sitzt, das hat man ja gerne in einem SUV natürlich, schön hoch auf großen, bequemen Sitzen und hat dementsprechend dann auch alles ganz gut unter Kontrolle, eine gute Aussicht. Die Motorhaube ist bis fast wie am Ende sichtbar, vom zumindest großen Fahrerauge aus. Und das ist natürlich auch ganz gut, weil damit kann man dann das Auto auch ganz gut einschätzen. Unabhängig davon, dass mit den Kameras, die dann auch so eine Durchsicht durch das Auto erlauben, natürlich auch auf engstem Raum echt ganz gut eingeparkt werden kann. Und da zeigt natürlich dann auch die Softwareentwicklung bei den Fahrassistenten, dass eben so ein Auto auch in Megacities, also in engen Großstadtlagen, dann gefahren wird. Und da kann man dann eben schon Zentimeter genau rangieren, ohne anzuecken.
Der 2 Liter Benziner läuft die ganze Zeit, treibt uns voran und das macht er ganz angenehm. Er bleibt im Hintergrund. Wenn ich jetzt bergauf schnell beschleunige, dann hört man, dass da ein Vierzylinder arbeitet, aber er ist nie irgendwie plärrig laut. Und das liegt auch daran, dass das Getriebe eine ganz gute Abstimmung hat. Das ist ein 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, hier mit dem kleinen Shift bei Wire-Knüppel auf der Mittelkonsole. Ich kann aber, wenn ich mag, auch dann über Metallschalt mit meinem Lenkrad, die sich schön anfühlen, also die sind sehr hochwertig gemacht, kann ich auch durch die Gänge durchflippern. Bringt aber eigentlich keinen Sinn, weil die Automatikfunktion echt immer die passende Übersetzung dabei hat. Und dann kann man jetzt hier im Sportmodus eben auch durchaus mal ein paar kleine Zwischenspurts hinlegen. Da reagiert das Auto dann schneller als beim Anfahren und vor allem eben hier im Sportmodus dann teilweise doch durchaus zackig. Wenn ich jetzt hier langsamer werde und dann aus der Kurve raus beschleunigt, dann gibt es immer so eine kleine oder auch zwei Gedenksekündchen, bis dann der schwere Fuß dann wirklich auch in Vortriebsbefehl umgewandelt wird. ,87 Meter ist der Way Coffee Zero One lang und er ist damit im Format vergleichbar natürlich mit der SUV-Oberklasse, also BMW X5 und Mercedes-Benz GLE im Premium-Bereich. Aber ich denke mal, so vom Kundenansprechverhalten dürfte er bei Leuten auf Interesse stoßen, die sich vielleicht bisher einen VW Tourer gekauft haben oder auch einen Lexus RX. Ich finde aber auch, er zielt natürlich ganz klar auf die Plug-in-Hybrid-Varianten von Hyundai Santa Fe und Kia Sorento. Damit kommen wir doch mal zum Preisgefüge des Autos. Der Way Coffee Zero One startet bei 55.900 Euro. Dafür gibt es das Basismodell, das heißt Premium. 21 Zoll Leichtmetallfelgen sind dabei, ein elektrisch verstellbarer Fahrersitz und dann schwarze Stoffsitze. Wir sitzen im Luxury-Modell, das kostet ab 59.900 Euro. Da haben wir dann eine Alcantara-Innenausstattung und wir haben eine Sitzventilation für die Vordersitze, eine Memory-Funktion für den Fahrersitz zum Beispiel, Sonnenrollos in den Türen hinten und als Alternative zu dem schwarzen Alcantara kann man dann auch wie hier im Testwagen verschiedene Farbzusammenstellungen kaufen. Hier haben wir so ein Grau-Beige mit dunklem Violett. Da gibt es wie gesagt dann verschiedene Kontrastfarben zur Wahl. Der Innenraum ist übrigens komplett tierfrei. Also wir haben kein Leder, weder am Lenkrad noch hier an der Armaturenbrettverkleidung. Das ist dann alles synthetischer Stoff und eben Alcantara auf den Sitzen. Das Cockpit habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, aber dann gehen wir noch mal jetzt hier im Stand auch in Ruhe durch. Wir haben eben hinter dem Lenkrad das 9,2 Zoll große Fahrerinformationsdisplay. Auf dem Lenkrad selber haben wir so touchsensitive Flächen, die aber ein ganz gutes Feedback bieten und das finde ich sogar ein bisschen besser, das Feedback, als bei den aktuellen Volkswagen-Lenkrädern. Da wird ja in Zukunft wieder auf Knöpfe zurückgewechselt, da gibt es ja auch ein Video dazu. Das Display hier in der Mitte versammelt eben alle Infotainment-Funktionen, die Navigation und dann gehen wir doch jetzt hier nochmal durch. Also haben wir hier einmal den Home-Bildschirm. Es gibt dann hier verschiedene Multimedia-Apps, die drauf sind. Eine Nachrichten-App, eine Radio-App und dieser als Musikstreaming-Dienst. Apple CarPlay und Android Auto soll auch in den Way Coffee Zero One einziehen, aber wohl erst kurz nach dem Marktstart. Ob dann die Autos damit abgedatet werden können, weiß ich nicht. Prinzipiell sind aber Over-the-Air-Updates fürs Infotainment-System möglich. Schön wäre natürlich, wenn man jetzt hier schon direkt über einen App-Store auch Spotify oder andere Streaming-Apps, die man halt so hat, sich draufziehen kann. Das geht aber noch nicht. Das heißt, wer jetzt Musik vom iPhone zum Beispiel hören will, der nutzt dann eben die Bluetooth-Verbindung. Und das kann man dann hier eben alles aktivieren. Und dann gehen wir hier nochmal auf diese Kacheloptik, dann sehen wir also auch verschiedene Einstellmöglichkeiten für das Soundsystem zum Beispiel. Ja, wir haben ein Harman-Soundsystem, also hier steht Harman, in den Lautsprechern steht Infinity. Das liegt aber daran, dass Infinity eine Marke von Harman ist. Und dann kann ich hier auch dann Display-Helligkeiten und sowas alles einstellen. Gehen wir nochmal zurück, gehen wir mal hier auf die Fahrzeugeinstellungen und da sehen wir dann die Fahrmodi. Wir sind jetzt eben im Sportmodus unterwegs gewesen, kann die Energierekuperation in 3 Stufen einstellen, leider nicht über die Lenkrad-Schaltpedal und dann hier auch das Ansprechverhalten, also den Widerstand in der Lenkung sozusagen dann einstellen. Bei Intelligent Driving kann man dann hier alles Mögliche mit den Sachen Fahrassistenz in verschiedenen Kapiteln steuern, Totwinkelassistenten, den Spurhalteassistenten, Notfallassistent und so weiter einstellen und
beim Parken dann auch hier die Kameras ansteuern. Und dann gibt es hier auch so eine automatische Funktion, dass die Kamera angeht, wenn etwas im toten Winkel ist. Also das lässt sich alles hier regeln. Dann haben wir natürlich noch verschiedene Lichtfunktionen, Coming Home, Leaving Home Funktion. Kann auch dann das ambiente Licht hier innen steuern, auch mit so einer Warnung dann, dass bei Fahrzeugen im toten Winkel das ambiente Licht dann eben blinkt. Also das geht alles hier. Und Frequently Used, also was wird oft verwendet, dann merkt sich das Auto, was nehme ich denn hier oft. Und dann kann ich hier alles steuern, bis auch hin zum Öffnen und Schließen von Schiebedach und dem Sonnenschutz am Schiebedach oder auch der Heckklappe. Die 360-Grad-Kamera gibt es dann auch mit verschiedenen Ansichten und eben dieser Durchsicht durchs Auto, ganz praktisch beim Rangieren. Das heißt dann hier Transparent Chassis. Und jetzt brauchen wir es gerade nicht, wir stehen hier auf einem großen Feldweg, aber in der Tiefgarageneinfahrt zum Beispiel ist es dann schon ganz hilfreich. Also das geht dann alles hier über das Display. Das Klimadisplay hatte ich während der Fahrt schon erwähnt. Die Mittelkonsole schwebt frei, darunter ist ein großes Ablagefach mit USB und USB-C-Anschluss. Das Smartphone lädt ganz gut induktiv hier und zwar auch richtig schön fest arretiert. Da rutscht es nicht raus, kann in Ruhe laden und ist beim Ein- und Aussteigen dann aber schon schnell zur Hand, wenn man es dann eben mitnehmen will. Nicht nur viel Regen, sondern auch viel Wind haben wir heute hier in Portugal. Für Wind will der Way Coffee Zero One auch in der SUV-Klasse sorgen und mit viel Platz in der ersten und auch in der zweiten Reihe und im geräumigen Kofferraum dann auch als Familien- und oder Firmenwagen durchgehen. Das Wetter ist ungewohnt hier für die Gegend. Das Auto ist auch noch ungewohnt im Straßenverkehr. Mal sehen, wie sich die Marke und wie sich das Modell so durchsetzt. Auf den Way Coffee Zero One folgt dann im nächsten Jahr auch der Zero Two. Der bisschen kleinere Bruder, den wir euch ja neulich auch schon mal im Video von der Messe in Paris mit vorgestellt haben. Das war der erste Teil der ersten Fahrt im Way Coffee Zero One. Das Auto gefällt als Gesamtpaket mit viel Platz und einer modernen Ausstattung. Das Fahrwerk ist auch okay, der Antrieb, der wollte nicht so mitmachen. Ich vermute mal, dass die Software-Defekte hier im vorserien Auto nicht alltäglich sind. Und hier kriegt ja jeder eine mindestens zweite Chance. Way stellt uns jetzt einen anderen Coffee Zero One zur Verfügung und mit dem probieren wir doch jetzt mal aus, wie sich der EV-Modus so schlägt. Und ich hoffe, ihr seid jetzt mit dabei beim zweiten Teil der Probefahrt. Umstieg in einen anderen Way Coffee Zero One zu erkennen an blauer statt so einer dunkelvioletten Kontrastfarbe hier im Innenraum. Der soll eine neuere Software haben als der Testwagen, den wir eben hatten. Deswegen schalte ich jetzt mal hier auf den EV-Modus. Leider können wir trotzdem die volle Reichweite nicht ausprobieren, weil das Auto hier gar nicht vorgesehen war als Fahrauto und jetzt hier der Akku nur mit 32 Kilometer Reichweite, also fast leer ist. Aber mir geht es jetzt mal zumindest um das Anfahrverhalten und Fahrverhalten im EV-Modus und den Reichweitentest, den holen wir dann 2023 nach, versprochen. Los geht's. Jetzt arbeitet der Motor im Heck, 135 kW oder 184 PS leistet der maximal und ist die primäre Antriebsmaschine beim elektrischen Fahren. Dann kommt bei Allradbedarf, je nachdem wie sich die Software steuert, dann der Frontmotor dazu, 110 kW oder 150 PS ist der stark. Und bis zu 135 km/h soll man elektrisch fahren können. Das können wir jetzt hier auf der Landstraße nicht ausreizen. Und leider auch die Reichweite jetzt nicht darstellen wie geplant, weil wir eben den leeren Akku haben. Aber es zeigt sich, dass jetzt auch mit dem Heckantrieb, der ja gerade im Einsatz ist, das Auto durchaus dann flott vorangeht. Und dann aber auch natürlich bei starkem Leistungseinsatz beim Bergauffahren und schwerem Fuß auf dem Gaspedal dann auch der Verbrenner mit reinkommt. Also da bestimmt dann die Software das Auto. Wir haben jetzt auch schon ausprobiert, ob wir jetzt die Energierekuperation steuern können. Und leider sehen wir jetzt hier, obwohl der Akku nicht voll ist und wir im EV-Modus unterwegs sind, auch nicht wirklich einen Unterschied zwischen den drei Stufen. Also da kann ich mir vorstellen, wird dann auch noch mal nachjustiert, hoffentlich bevor das Auto in den Verkauf kommt. Und wenn dann das Serienauto da ist, dann verspreche ich jetzt schon, wenn Way natürlich noch ein Auto uns zur Verfügung stellt, dass wir dann mal den Reichweitentest machen mit vollem Akku im deutschen Straßenverkehr und schauen, was von diesen über 140 Kilometern Reichweite im Alltag wirklich machbar ist. Bis dahin,
Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video und beim Mitkommen hier beim Fahrzeugwechsel während der Testfahrt. Bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Mehr zum Auto gibt es wie immer auf der Website. Vielen Dank, wenn ihr auch da reinklickt, und danke an den Matthias fürs Filmen. Bis bald. Ciao.